Hallo, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich habe wieder einen kleinen Ausschnitt aus dem wunderschönen Namibia für euch und dieses Mal haben wir eine Wanderung gemacht zum Sonnenaufgang. Wanderung ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir sind eine Viertelstunde raufgegangen auf so einem Hügel und haben da die wunderschöne Namib-Wüste, das ist die älteste Wüste der Erde, von oben betrachtet. Wir haben von diesem Hügel aus so ein periodisches Flussbett überblickt. Die Landschaft ist sehr karg, wie man sich das in einer Wüste vorstellt. Die Farben sind sehr monoton, also ist alles in so einem rötlichen Farbton getaucht, was es fotografisch natürlich nicht einfacher macht. Und wie man da das Beste rausholen kann, das schauen wir uns heute an. Ich möchte euch einerseits sagen, wie es dort ausgeschaut hat, andererseits möchte ich euch ein paar RAW-Bilder zeigen und dann anhand eines Bildes die Bildentwicklung zeigen und dann ein paar fertige. Also stay tuned! Also dieses Bild habe ich in Focus Stacking aufgenommen und wenn ich vergrößere und zwischen den beiden herschalte, dann sehe ich, okay, da gibt es eine kleine Verlagerung. Das ist das quasi das Focus Breathing, das ich da sehe. Das ist minimal, weil einmal habe ich es auf unendlich scharf gestellt und einmal auf dem Vordergrund. Und das sieht man auch bei der Schärfe. Um die zusammenzufügen, gehe ich gleich rechte Maustasten, exportieren, Helicon Focus, DNG. Ich sehe, dass beide Bilder geöffnet sind. Ich lasse jetzt einmal die Standardeinstellungen, die ich da habe und gehe auf Rendern. Das dauert dann kurz. Die Bilder werden kombiniert. Es wird ein fertiges Bild im DNG-Format erstellt. So, hat schon funktioniert. Da sollte es jetzt von Vordergrund bis Hintergrund scharf sein. Gerendert ist es, das heißt, ich gehe auf Speichern und nochmal auf Speichern. Wenn das fertig gespeichert ist, kommt der Dialog und ich kann das schließen, das Helicon Focus, und es wird mir direkt das Ergebnis zurück in Lightroom geliefert. Sehr praktisch. Nun haben wir das fertige Ergebnis aus Helicon zurückerhalten. Das tue ich dann gleich in die Gruppe dazu. Und jetzt können wir dieses Bild entwickeln. Was als erstes deutlich sichtbar ist, das Licht, das wir da hatten, das war eigentlich ziemlich schön. Das überträgt sich über das RAW nicht so. Also das RAW ist einfach sehr flach und farblos und den Kontrast müssen wir erst rausholen. Und den Farbkontrast und den Helligkeitskontrast. Wir haben natürlich sehr viel Informationen aufgenommen. Man sieht es auch, von ganz hell bis ganz dunkel ist ziemlich alles dabei. Wir haben den Sensor, den Hochleistungssensor, muss ich sagen, haben wir ziemlich gut ausgenutzt. Und jetzt möchte ich euch ein paar Tipps sagen, wie ihr von so einem eher langweilig wirkenden Bild zu einem aussagekräftigen kommt. Einerseits ist der Bild die kompositorische Überlegung war mal so, dass ich den wunderschönen Baum, den wunderschönen Strauch da im Vordergrund ins Zentrum rücken wollte und einen schönen Blickfang für den Vordergrund nehmen wollte. Und zum Zweiten den Himmel und die Bergkette im Hintergrund sehr deutlich betonen möchte. Ich möchte mal in dem Fall so starten, dass ich mir anschaue, was ist drinnen im Bild. Und da kann ich von der Belichtung her ganz runter gehen, dann sehe ich, okay, im Himmel sind ziemlich viele Farben, also ein Farbgradient von Violett über Gelb, über Rot, Gelb und dann Türkis Richtung Blau. Und wenn ich bei den dunklen Bereichen schaue, okay, ich habe da ziemlich starke Kontraste bei dem Bäumchen. Da ist die Rinde extrem markant. Die Blätter, das Blattgrün ist natürlich auch sehr schön. Und dann hebt sich das eigentlich relativ gut ab zum
Stein hin. Wir wissen jetzt einmal, was drinnen ist im Bild und gehen dann so vor, dass wir einmal die Helligkeit so einstellen, dass man noch nichts abreißt. Also wir gehen ein bisschen nach oben vielleicht mit der Helligkeit. Dadurch sind wir jetzt auf einem guten Basiswert und jetzt gehen wir mit den Lichtern einmal runter und tiefen rauf. Das heißt, wir machen das Bild quasi flacher. Das heißt, wir haben ein flacheres Ergebnis und können darauf aufbauend das Bild interessanter gestalten. Dann stellen wir den Weiß-Schwarz-Punkt ein. Also da sind wir eh schon ziemlich in der Gegend. Also wenn wir mit Weiß raufgehen, sind wir bald einmal draußen. Und mit Schwarz ist es ähnlich. Da sind wir eigentlich auch schon in einem guten Bereich. Mit Klarheit gehe ich nur ein kleines bisschen nach oben, um zu vermeiden, dass ich bei den Kontrasten dann draußen bin. Dynamik und Sättigung können wir mal nach oben geben, relativ stark, also 100%. Und ich möchte mir jetzt nämlich anschauen, wo ich mich befinden sollte, um einen schönen Farbkontrast zu erhalten. Man sieht es da hinten ein bisschen, also die Bergkette ist kühl, dahinter ist warm, der Himmel ist kühl. Also da habe ich da so eine Dreiteilung, das schaut eigentlich ganz gut aus. Und im Vordergrund ist der Großteil warm gefärbt, bis auf den Busch, der ist kühl gefärbt. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Das heißt, den Farbwert, den ich jetzt habe, den würde ich beibehalten. Und dann schaue ich, dass ich mit der Dynamik raufgehe auf 25 in die Größenordnung und Sättigung gehe in dem Fall auch auf plus 10 einmal. Und die Werte lassen wir vorerst und während wir dann weiterarbeiten, kann sich das natürlich noch verändern. Dann gehe ich einmal mit der Gradationskurve nach oben, um einfach die Helligkeit noch zu verstärken und dann gehe ich im Gegenzug mit dem linken Teil der Gradationskurve Bild nach unten. Das heißt, ich mache nichts anderes, als den Kontrast im Bild zu verstärken. Und wenn man da schaut, vorher, nachher, Kontrast ist stärker geworden. Eine kurze Werbeeinschaltung zwischendurch. Ich habe jetzt vor kurzem mein zweites Buch fertiggestellt. Das ist gerade im Druck und ist dann demnächst verfügbar über den D-Punkt Verlag. Und zwar geht es da über die Fotografie der österreichischen Nationalparks. Es ist ein Fotoscout, eines der Fotoscout-Serie. Und da freut es mich voll, wenn ihr da Interesse habt. Und wenn dem so ist, dann meldet euch gern bei mir. Und ihr könnt es dann bei mir direkt vorbestellen. Wer möchte, kriegt auch eine signierte Kopie. Da gibt es dann natürlich nur über meine Seite und sonst einfach auf der D-Punkt-Seite oder im Fachhandel. Bevor wir jetzt weitergehen nach unten, können wir mal lokale Anpassungen machen. Was mich gerade massiv stört, ist der Himmel. Das heißt, da gehen wir jetzt einmal auf Himmel auswählen. Und da schauen wir, das macht er eigentlich relativ okay. Die Auswahl taugt mir noch nicht ganz. Um das zu verfeinern, können wir nochmal gehen auf Maske schneiden mit Himmel auswählen. Dann wird das noch eine Spur genauer als vorhin. Man sieht, dass die Kanten erkennt er besser. Und ich weiß auch nicht, warum das ganz genau so ist, aber das ist relativ spannend, dass wenn man die gleiche Maske von den KI-Masken mit der Maske selbst schneidet, kriegt man eine feinere oder genauere, präzisere Auswahl. Da bin ich übrigens drauf gekommen, weil ich mich verklickt habe. Und jetzt würde ich so vorgehen, dass ich mal mit Licht runtergehe, tiefen ein bisschen rauf, dass der Übergang ein bisschen feiner wird. Und dann möchte ich mal schauen, was ich mit der Gradationskurve anstellen kann. Das heißt, ich würde jetzt tendenziell eher nach unten gehen, aber nicht so extrem wie jetzt. Weil jetzt sieht man ganz deutlich, und das wollen wir vermeiden, jetzt sieht man ganz deutlich einen Übergangsbereich, einen hellen Farbsaum über dem Berg. Und das müssen wir ganz vehement vermeiden. Also da die Übergangsbereiche. Gescheiter mehrfach
was anwenden, bevor wir einmal so einen markanten Übergang haben. Farblich können wir es vielleicht noch eine Spur wärmer machen, den Himmel, weil das Blau ist mir eh zu intensiv. Das heißt, das können wir noch verstärken, was eigentlich ganz gut passt. Und dann würde ich noch schauen, wie das sich dann verhält, wenn ich das ist vorher und das ist nachher. Also da würde ich in so einem Bereich bleiben. Ich passe jetzt quasi die Stärke an von dem Filter, um den Übergang sanft zu gestalten. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig mit dem Himmel. Das heißt, das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, wir nehmen unseren Pinsel und wollen die Bergkette ein bisschen optimieren. Das würde in der Distanz wirken. Das heißt, alles, was in der Distanz ist, wird dunstiger werden, also weniger detailreich. Das heißt, wir gehen mit der Klarheit der Spur runter, Struktur vielleicht auch noch ein Stück nach unten und dann gehen wir mit Schwarz nach oben. Das heißt, wir machen die Bergkette jetzt weniger dominant. Wir können ein bisschen ins Blau gehen und die Sättigung der Spur verringern. Und dann können wir da so drüber pinseln ganz leicht. Und ich mache bewusst das mit dem Pinsel, dass ich einen Übergangsbereich habe, der mit der vorigen Maske sie überlagert. Weil wenn ich die Überlagerung habe, habe ich keine scharfen Kanten. Und wenn ich keine scharfen Kanten habe, dann fügt sie das schön ein und ist nicht wie ein Schnitt. Maske, eine ganz harte zu sehen. Und wenn wir uns das einmal anschauen, vorher, nachher und nochmal nur die letzte Maske, vorher, nachher. Es ist ein bisschen dunstiger geworden, es wirkt weiter in der Distanz und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Als nächstes wollen wir den unmittelbaren Vordergrund angehen? Da haben wir ja auch einiges zu holen. Und da brauchen wir wieder einen Pinsel. Und da wollen wir den Kontrast verstärken. Je näher was ist, umso kontrastreicher. Je weiter entfernt, umso kontrastärmer, dunstiger. Ich pinsel jetzt einmal da rein. Klarheit können wir auch noch. Wir können natürlich auch eine Spur, die Gesamthelligkeit rauf, weil das vertragt sie. Und ich versuche jetzt auch gleich die Strukturen von den Steinen ein bisschen hervorzuheben, weil wir wollen auch die Steine etwas hervorheben. Und das funktioniert ganz gut, wenn man da die bereits hellen Strukturen da wiederholt und etwas herausarbeitet. Dann bekommt man nämlich eine schöne dreidimensionale Wirkung. So, da. Das schaut schon mal ganz gut aus. Ich würde jetzt aber noch einen Pinsel nehmen und diesmal nur die Gradationskurve, ein bisschen die Helligkeit nach oben und da eben die Details einer Spur rausholen. So. Schauen wir mal, wie das ausschaut, vorher, nachher. Ja, da passiert was, das ist gut. Und dann machen wir das gleiche gleich nochmal. Und zwar diesmal machen wir das relativ stark. Machen eine leichte S, ja wirklich eine S-Kurve ist es nicht, aber in Richtung S-Kurve, also Kontrast verstärken und Klarheit drauf. Und dann schauen wir uns nochmal an, wie das
da wirkt, wenn man denn das Bäumchen da noch verstärken. Und wir wollen nicht nur das Bäumchen, sondern auch so ein bisschen das Drumherum, dass wir das schön einfügen in die Umgebung. Weil wenn nur das Bäumchen extrem heraussticht und alles andere ist ganz flach, dann wirkt es auch wieder nicht sehr realistisch. Also ich möchte ein realistisches, schönes Bild und trotzdem sehr detailreich. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, das Vorher, Nachher, alle Masken ausgeschaltet und alle Masken wieder eingeschaltet, da ist schon einiges passiert. Jetzt möchte ich mal meinen Final Crop, jetzt schauen wir uns mal an, das ist für mich eher 4 zu 5, das heißt, da können wir oben vom Himmel noch ein bisschen was wegschneiden, weil der gibt uns eh nicht so viel. Ein bisschen schief ist es auch, vor allem wenn wir in dem Bereich da hinten schauen, also da beim Horizont sieht man es immer ganz gut. So, da, ich brauche immer Wochen, bis das gerade ist. Also so ist es meines Erachtens jetzt gerade das Bild. Was wir noch tun wollen, ist eine Vignette. Und die machen wir wieder wie gehabt über den Radialfilter. Das hätte ich gerne ein bisschen weiter unten, weil der Himmel sollte stärker abdunkelt werden als der Vordergrund. Das heißt, das machen wir so einmal und dann gehen wir auf Umkehren. Das heißt, so sollte es circa ausschauen. Können wir ein bisschen stauchen. Das heißt, alles was jetzt da drüber ist und was da die Ecken, das wird alles abgedunkelt. Also wenn ich da mal die Gradationskurve nach unten geht, dann schaut das so aus. Kann ich natürlich mit den dunklen ein bisschen nach so gehen, dass nur die hauptsächlich die Mitteltöne, und wenn das zu viel ist, also für meinen Geschmack wäre es jetzt eine Spur zu viel, dann können wir da noch ein bisschen zurückgehen und genau, dann schaut das so einmal ganz okay aus. Den einzigen Bereich, den wir noch nicht angepasst haben, ist der Mittelbereich. Und da würde ich jetzt eine Spur Kontrast verstärken. Und da würde ich mir mal anschauen, wie das funktioniert, wenn ich gerade ein bisschen an Dunst hinzufüge bei dem Bereich. Also dass das ein Übergang ist. Weil das sollte ja in der Entfernung sein, das sollte nicht zu kontrastreich sein. Wie gesagt, so schaut es für mich natürlich aus, so habe ich das empfunden. Vielleicht war der Himmel eine Spur kräftiger. Das ist jetzt mein erster Entwurf von dem Bild. Ich bin noch nicht hundertprozentig fertig, aber zu 90% oder so. Mir gefällt es ganz gut. Ich habe einen unmittelbaren Vordergrund, der scharf ist. Ich habe den schönen Hügel. Man sieht, dass die Berge in der Distanz sehr weit entfernt sind. Und wir haben einen relativ schönen Sonnenaufgang gehabt mit klaren Bedingungen, aber einer wunderbaren Landschaft. Und bei solchen Bedingungen ist es besonders wichtig, dass der Vordergrund schön ist, dass die Komposition passt, weil wenn ich mir keine Zeit nehme für die Komposition und nur den schönen Himmel fotografiere, ist es leider schwierig, ein gutes Bild zu bekommen, weil nur ein schöner Himmel ist noch kein schönes Bild. Und vor allem, wenn ich keine Wolken im Himmel habe, dann ist der ziemlich leer, der schöne Himmel, der schön gefärbte. Thank you.
Zeit. Hier vielen Dank fürs Wiedereinschalten, fürs Zusehen. Es gibt nur 2-3 Videos aus Namibia, die wir euch über die nächsten Wochen noch zeigen. Währenddessen bin ich dann schon in Finnland. Ich bin jetzt über einen Monat in Finnland, zuerst Bären fotografieren und dann bin ich mit meiner lieben Frau unterwegs. Also ich hoffe, ich schaffe es noch früh genug, die Videos zu machen. Wenn nicht, dann verzeiht es mir bitte, es kommt wieder was. Aber ja, bis dann. Ciao, ciao.